Moin Moin Freunde, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hartz auf Arm 4 mit Deutschland, dem demokratischen Deutschland. Wir sind seit der letzten Folge in einem Weltkrieg. Nicht gefangen, aber also wir sind kurz davor, ihn zu beenden. Also, ne, wir beenden ihn, nicht die Briten. Denn wir greifen jetzt noch Liverpool an. Dann vielleicht noch Newcastle und Glasgow und sowas. Und dann sollte es das gewesen sein mit diesem Bündnis. Ja, das lief ganz gut, ne? Also, ja. 250.000 Tote. Mehr sind es nicht. Auf unserer Seite allein. Aber uns fehlt die Mannstärke. Die fehlt uns wirklich. Aber sonst läuft es echt gut. Und wenn das fertig ist, können wir uns eigentlich schon auf die rote Gefahr konzentrieren. Nach und nach. Ja, wir wurden ja in der letzten Folge dazu gezwungen praktisch. Wurden hier hineingezogen, weil unser Bündnis auf einmal Krieg gegen die Alliierten hatten. Weil ich glaube, Rumänien war der Auslöser, hat Ungarn den Krieg erklärt. Und Ungarn war Mitglied der Alliierten. Aber Polen und Litauen, die auch bei den Alliierten waren, waren mir natürlich auch ein Dorn im Auge. Und so können wir jetzt zumindest ein bisschen Frieden bringen, sag ich mal. Und die Demo, also vielleicht die Nation freilassen. Mal sehen. Europäische Einheit wäre auch fresh, würde ich sagen, ne? Aber dafür fehlen uns ganz andere Gebiete. Genau, Italien und Frankreich haben übrigens auch Krieg. Ach so. Und wir sind im Bündnis, die Italiener mit Jugoslawien und Albanien. Und Jugoslawien ist dabei wieder kommunistisch. Stimmt, das war ja. Da war ja was. Gut, Kriegsanleihen packen wir rein. Frauen in die Arbeiterschaft. Packen wir auch mal rein. Dann kriegen wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Mannstärke. Das wäre mal ganz schön. Und wir haben schon über 300.000 Tote. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, jetzt haben wir aber ein ganz großes Problem. Die könnten jetzt bei uns ins Bündnis. Aber dann hätten wir eine Front zu denen. Ich glaube, wir warten mal lieber. Wir warten mal lieber ab und schicken mal alles nach hier. Ach, damit würde sich das mit den Sowjets schon wieder verlagern. Oder verschieben, das Problem. Wir machen mal hier eben so eine Frontlinie. Ach, das sind ja auch die Bulgarien, die Marionette von Rumänien auch. Ja, okay. Gut. Mal sehen, ob wir die reinholen. Ich weiß es noch nicht. So, kommen wir jetzt hier nicht weiter, oder was? Das ist schlecht. 83. 87. Wir könnten mal vielleicht unsere Luftwaffe nach da oben schicken. So. Die sollten wir vielleicht auf die Einheiten drauf gehen. Oh, die landen. Alter, die landen in Belgien? Alter, was geht bei denen ab? Okay. Was geht denn hier? Lass die mal kurz in Ruhe. Hier sind nämlich 8 Divisionen an einer Stelle. Junge, ist das krank. Wie soll man da denn durchkommen? Jetzt mal ohne Witz. Die Niederlande erbittet Schlachtkreuzerpläne. Die Niederlande hat darum gebeten, dass wir unsere Pläne für die Schlachtkreuzer der Scharnhorst-Klasse mit ihnen teilen. Sie möchten daraus ihr eigenes Muster entwickeln, den Schlachtkreuzer 1047 oder 1047, um in ihren Kolonien in Ostindien Macht projizieren zu können. Warum nicht? Das kriege ich nervös. Nein, sollen sie ihre eigenen Schiffe entwerfen? Ja, nö. Werden eh faschistisch. Faschisten brauchen wir eh nicht. Gut, was tun wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen das jetzt anders. Und zwar ziehen wir uns hier ein bisschen zurück. So vielleicht. So. Irgendwie so. Und gucken mal, ob sich das irgendwie ändert hier. Aber hier scheint sich gar nichts zu ändern. Und das Problem ist, dass die USA auch noch nah sind und wir brauchen wirklich nur 1%. Ich glaube, da müssen wir eine Landung starten oder so. Wir starten schnell eine Landung, ist mir jetzt egal. Und hier nach... Hier... Edinburgh? Nee, machen wir hier. Und da. Und vielleicht da. So. Vielleicht reicht das schon. Wer weiß. So. Okay. Dann können wir mal die Infrastruktur ausbauen in den Gebieten vielleicht.
Bringt auch nicht viel, aber egal. Können hier denen auch mal helfen. Okay. Können wir jetzt auf Kriegswirtschaft? Nein, können wir nicht mehr. Geil. So. Und die. So, gehen nach da. Okay. Dann ist das fertig. Mit die Landung sofort. Dann lassen wir die. Ne, wo ist denn die Luftnahunterstützung? Achso, die ist hier unten. So, 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 so. Hier auch nicht. So und so. Wir haben schon wieder ein Forschungsteam frei. Das hier auch. So, könnt ihr bitte losfahren? Das wäre ganz super. Wir haben hier keine Überlegenheit, okay. 34. Hm. Naja. Ich befürchte, dass sie gleich irgendwo hier landen werden. Irgendwo. Okay, das funktioniert gar nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Mann, das hätte doch so schön klappen können hier. Warte mal, vielleicht hier? Guck mal, da können wir welche einkesseln. Das wäre doch geil. 78. 87, 82, 85. Wenn wir die einkesseln könnten, 4 Stück wäre schon mal wild. Aber es scheint nicht zu gehen. Wir brauchen halt auch echt nicht viel, ne? Wir brauchen nur so eine Handvoll Siegespunkte, das war's. Das wär's dann. Vielleicht nach hier. Ja, moin. Es ist auch wieder ganz, also ganz, ganz seltsam. Alter, sind das viele Divisionen, Leute. So, sind die irgendwo gelandet? Die sind da oben gelandet, okay. Okay. Können wir hier irgendwas reinpacken, was unserer Marine hilft? Luftangriff, Marine, das würde vielleicht helfen. Und Entscheidungsschlacht. So, die vielleicht mal zusammenpacken. Auch mal hier mithelfen. Die packen wir jetzt trotzdem dahin und gucken, ob das was wird. Steht gar nichts. Aber hier sind nur 5 Divisionen. Wie kann das sein, dass das nicht klappt? So. Kriegen wir denn Luftüberlegenheit? Kriegen wir auch nicht. Warum kriegen wir keine Luftüberlegenheit? 1, 2, 1. Und dann bombardieren wir das da erstmal. So. Ja, wir sollten vielleicht mehr produzieren an Flugzeugen. So. Und so. Dann noch mehr Militärfabriken. Und einfach mal hoffen, dass die da nicht bei uns richtig einfallen werden. Die Briten da hinten in den Niederlanden wieder gelandet sind. Und vor allem nicht hier. Ist ja noch schlimmer. Ah ja. Es wird aber echt nichts hier. 83. So, hier wollen die sich wieder unterstützen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Jetzt ziehen wir nach da oben. Komm schon, bitte, 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 bitte. 90. 88. 87. Mann, das ist aber auch echt ein harter Kampf. Oh, die fahren los. Ja, moin. Geil. Aber wenn nur ein Punkt, wird vielleicht sogar schon reichen. Jawohl. Einen haben wir.
Hat's gereicht? Es hat nicht gereicht. Natürlich nicht. Okay, die kommen schon als Unterstützung. Das ist schlecht. Aber vielleicht kommen wir hier durch. Und warte mal, hier könnten wir es auf jeden Fall schaffen. So. 75. Oh, das könnte es sein. Das könnte es sein, Leute. Das könnte es endlich sein. Wir brauchen trotzdem noch mehr Militärfabriken. Ich habe keinen Bock auf so einen ewigen Krieg hier. Und der zieht sich gerade schon echt heftig. Der hätte schon längst vorbei sein müssen. Wie viel Prozent haben sie denn? 99 Prozent. Geil, wir brauchen noch einen Siegespunkt. Einen einzigen Siegespunkt noch. 93. 95, 96. 97. Oh, es sinkt schon wieder. So, jetzt vielleicht. Jetzt haben wir es, oder? Komm schon. Okay, es läuft aber zumindest wieder. Es scheint nicht mehr lange zu dauern. Vielleicht können wir noch wen reinpacken für die Luftwaffe. Panzer. Brauchen wir noch ein bisschen politische Macht. Ja. Vielversprechend. Sag ich euch. Haben wir's? Wir haben's. Oh mein Gott. Endlich. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir uns Kolonien gönnen. Also. Britisch-Indien, okay. Und steht alles offen einfach. Okay. Das brauchen wir uns gar nicht holen. Wir kümmern uns erstmal hier um Polen und so. Okay. Königreich Polen. Machen wir zu einer Demokratie. Geht das? Befreien, zur Bayonette machen. Regierungswechsel, so. Bei Polen. So. Das wollen wir schon mal. Gut, wie viele Punkte haben wir? 2400. Gut, dann machen wir dasselbe bei Litauen. Alle auswählen. Genau, machen wir dasselbe. Dann haben wir noch Vereinte Kantone. Machen wir auch dasselbe. Alle auswählen. So, dann haben wir noch Kanada. Kanada. Könnte man zur Marionette machen, aber bringt eigentlich nichts. Oder? Okay, wir machen es mal zur Marionette. Wir machen uns einfach zum britischen Empire. So machen wir es. Genau, Satellit, Kanada. Alle auswählen, so. Das wird funktionieren. Und jetzt würde ich noch Britannien. Das wird jetzt schwer. Britannien zur Marionette machen, weiß ich nicht. Machen wir mal so. Londoner Umkreis nehmen wir noch mit. So. Das geht nicht. Oder? Geht das doch? Ah, doch, das geht noch. Okay. So. Alle auswählen, fordern. Gut, dann haben wir noch den Suezkanal, den gönnen wir uns. Dann haben wir noch Gibraltar, den gönnen wir uns auch. Einfach nur, weil wir Kontrolle haben wollen. Dann gönnen wir uns Malaya. Dann gönnen wir uns noch Gumi. Oh nein, ich bin dumm. Oh nein. Was tue ich? Das weg. Das weg. Okay. Jetzt fordern. So, das wollen wir. Wir wollen Suez. Wir wollen das haben. Und wir wollen das haben. Und das. Und das. Aber geht das? Das geht. Perfekt. Gut, das ist deutsch. Sehr schön. Wie viel wäre das? Ja, können wir auch noch mitnehmen. Komm. Wie viel kostet das? 50. Das. Das. Wir nehmen uns einfach alles hier hin. So. Das auch. Und das auch. Das auch mit dem. Und dann haben wir noch. Hier gibt es noch viel. Da gibt es noch viel. Ne, warte mal, da gab es gar nichts, ne? Da gibt es gar nichts. Okay, egal. So, dann nehmen wir uns noch hier das. So, wir holen uns einfach Kolonien.
Wir machen es einfach wie Britannien. Nur besser. Südafrika, WTF? Als ob das alles Südafrika gehörte. Wir müssen echt, dürfen nicht vergessen, dass da gleich noch Britannien ist. Das müssen wir noch fordern, auf jeden Fall. So, alle auswählen und das. Das auch und das. Das und das. Das, ich glaube es auch, ey, als ob Rumänien hier was kriegen würde. Das gönnen wir uns auch. Achso, hier haben wir noch was vergessen. Das und das und das. Und Portugals Inseln und Britannien. Dann haben wir das noch hier. Okay, Leute, was nehmen wir jetzt noch? Ist jetzt die Frage. Wir können einen Regierungswechsel in Ungarn herbeiführen. Wir können einen Regierungswechsel in allen britischen Staaten reinpacken. Und dann lassen wir es erstmal so alle auswählen. Okay, dann wollen wir noch Britisch-Indien zu einer Demokratie bzw. Marionette machen, würde ich sagen. Und zwar das. Das und Neu-Delhi natürlich noch. Nehmen wir die hier. Das vielleicht dann weg lieber und dann lieber hier oben das nehmen. Plus das. Und dann fordern wir das erstmal, ja. Alle auswählen. Okay, jetzt wird's ganz wild. Jetzt ganz wild. Oh Gott. Ja, wie können wir jetzt unsere Forderungen... Wartet mal. Forderungen zurücknehmen. Wie geht das? Regierungswechsel. Oh Gott, wie geht das jetzt nicht erfüllt? Ach ja, hier kann ich die aufgeben, okay. Dann nehmen wir mal südliche Bahamas, nee, Jamaika, Kuwait, Katar. Das alles aufgeben. Dann wird's gehen. Gut. Alle auswählen, fordern, das wird wieder nicht gehen. Schließen. Was habe ich jetzt noch genommen? Nordungarn. Nee, was habe ich jetzt genommen? Genau, hier. Lagos. Alle auswählen. So, jetzt haben wir trotzdem noch ein bisschen was, oder wie? Ja, Portugal, ne? Gibt's halt auch noch. Würde ich mir das noch nehmen. Okay, geht halt nicht. Ghana weg. So. Nee, das. Ah, das gehört uns schon. Okay. Ah, ich finde es ganz komisch irgendwie hier. Ist irgendwie ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Nee, das wollen sie mir nicht geben. Okay, nee, egal, dann nicht. Passen und mit 88 kriegen wir vielleicht noch ein paar Schiffe. Und fertig. Reicht mir auch. Reicht vollkommen. So, was ist... Ach, die Briten haben ja noch immer noch ihr eigenes Bündnis, ne? Perfekt. Alles klar. Okay. Wir haben jetzt das Gefühl, die ganze Zeit in einer Friedenskonferenz gehangen. So wollte ich es eigentlich auch nicht haben. Da habe ich mich mal wieder verklickt. Geil. Oder geben wir denen das? Oder können wir unseren eigenen Staat hier errichten? Vielleicht Pakistan oder so? Pakistan. Gibt es Pakistan hier? Nee, habe ich wahrscheinlich überlesen. Nee, egal. Ich glaube, wir geben das Britisch-Malaya zurück. Britisch-Indien zurück. Was laber ich von Britisch-Malaya? Wo ist das? Britisch-Indien. Hä? Wo ist denn das? Hä, bin ich gerade blind oder so? Britisch-Malaya sehe ich. Britisch-Indien nicht. Ach, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Gut, dann machen wir erstmal weiter. Neue Waffen. Und das brauchen wir nicht mehr handeln. Wir brauchen gar nichts mehr handeln. Einfach wirklich gar nichts. Ja, also das mit Afrika, okay.
Das haben wir den Briten gelassen. Wir haben denen eigentlich alles abgenommen, was wichtig war. Das hier hinten haben wir... Boah, die sind alle unabhängig. Und wir können jetzt Italien klatschen. Indem wir... Warte mal, was für ein Bündnis sind die jetzt? Die sind immer noch in demselben. Okay, dann gehen wir direkt in den nächsten Krieg. Und zwar holen wir Griechenland rein. Und gehen in deren Krieg. Treten wir auch bei. Und wir holen... Oha, Frankreich will einfach bei uns rein. Auch geil. Und wir holen jetzt alle unsere Bündnispartner rein. So, und jetzt können wir unsere Frontlinie erweitern. So, und los. Ach ne, da fehlt noch was. Unsere Luftwaffe. Die jetzt alle da oben sind, geil. Die schicken wir nach da. Und los. Ich find's geil, wie die... Okay, da können die nicht her. Okay, okay, okay. Die Armee schicken uns ein bisschen Unterstützung, auch gut. So. Mit Ungarn ist das, glaube ich, einfach nichts. Also Ungarn hat auch keinen Bock hier rein. Ich glaube, genau, da haben wir einen Regierungswechsel gemacht. So, die Niederlande wollen uns Divisionen schicken, brauchen wir aber nicht. Okay, gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wir haben halt viel, oder beenden wir es schon? Ich würde sagen, wir können es auch länger machen, weil wir haben die ganze Zeit in der Friedenskonferenz rumgehangen. Dann könnten wir sie rein theoretisch jetzt auch mal eben länger machen. Machen wir mal ein paar Minuten oben drauf. Gucken, wie der Krieg sich hier entwickelt. Ja, das solltet ihr schon erobern da. Britisch-Indien ist einfach ein Bürgerkrieg. Geil. Wir haben jetzt eine Marionette. Ne, warte mal, das... Ach, das ist Deutsch-Indien. Ach so, ich war einfach nur lost. Das ist ja... Ich bin immer noch... Ich lebe immer noch in der alten Version von Hoi. Dass man, ich glaube, das hier gab es nur, wenn du Kollaboration... Ne, nicht. Was war denn das nochmal? Dieses, General... Wie heißt es denn? Boah, wie hieß das? Das konntest du als Deutscher auf jeden Fall machen. Wie solche Verwaltungszonen. Da kenne ich das, dass es dieselbe Farbe hat wie unsere Nation. Aber das ist jetzt wirklich eine ganze Marionette. Hier, überwachter Staat, ja. Okay. Wir haben zwei überwachte Staaten, genau, Kanada haben wir auch noch. Das ist auch in derselben Farbe, auch geil. Okay. Wer fingiert gegen uns? Die Sowjets? Italien. Okay, das juckt mich gar nicht. Ancona. Oder Ancona. Wen müssen wir dann noch wegmachen? Ja, okay. So, 20% Beteiligung. Die Franzosen haben 54. Was ist unser Ziel? Ich weiß nicht. Vielleicht hier ein bisschen was von den Alpen uns zu nehmen. Und ansonsten Italien zu einem demokratischen Land zu machen, würde ich sagen, oder? Irgendwie so. Öl brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Nicht mehr viel. Ja, wobei. Italo Balbo wurde abgesetzt. Ah, geil. Okay. Na gut, dann können wir es noch beenden. Dann kommt ja noch eine Friedensverhandlung wahrscheinlich rein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen wir wieder nicht bis nach Palermo. Dann wird es wieder ganz lustig. Und das ist ja mein absolut fetter Kessel. Alter. Junge. Das ist krank. Marschiert mal bitte vorwärts da. Boah, das tut richtig weh. Wie viele Tote haben die denn? 1,25 Millionen. Ja, okay, Italien. Das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Und das auch, denn Japan hat uns gerade angegriffen. Geil. Wie zum Scheiß hat uns jetzt auf einmal Japan... Also... Ganz seltsam wieder. Ja, okay. Ich würde sagen, wir vergrößern uns mal ein bisschen. So. Und so. Gut. Was ist das jetzt hier? Nee. Das machen wir mal. Regierungswechsel. Ach nee, geht gar nicht. Okay, da müssen wir eine Marionette rausmachen. Ja, komm, scheiß drauf. Lohnt sich eh nicht. Dann gönnen wir uns lieber ein bisschen was.
So. So. Mal abgesehen davon, dass es das demokratische Deutschland nie getan hätte, aber egal, wir lassen es jetzt einfach so im Raum stehen. Gut. Das auch noch. Kriegen wir das? Kriegen wir das? Kriegen wir das? Alter, Griechenland will das haben. WTF. Okay. Da würde ich auch noch mitbieten, wenn es geht. Oder geht es auch? Ja, nee, würde ich nehmen. Nochmal. Und noch eine Runde. Bam. Gut, dann können wir uns noch Schiffe nehmen. Okay, nein, wir haben 2 Punkte. Das reicht dann auch. So, warum sind wir jetzt mit Japan im Krieg? Warum? Besetzt das italienische... Deutsches Italien? Das ist unsere Marionette. Okay. Die USA will bei uns rein. Alles klar. Okay. Okay. Okay, alles klar. Die auch mit da rein. Ja, ein bisschen overpowered, ne? Okay. Gut. Mit denen sollten wir es auch irgendwie noch klären, dass sie bei uns ins Bündnis kommen. Das wird aber schwer wahrscheinlich. Ich würde aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann beenden wir es jetzt mal. Und ihr könnt mir es gerne mit einer positiven Bewertung oder einem Kommentar oder einem Abo zeigen. Und ansonsten sehen wir uns ganz einfach jedes Mal in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.